Hallo, mein Name ist Christian Freisleben. Ich arbeite bei der Fachhochschule St. Pölten und bin hier zuständig für das Projekt Inverted Classroom. Und ich bitte dich, Barbara, dass du dich vorstellst. Mein Name ist Barbara Geheiden und ich leite den Masterstudiengang für angewandtes Wissensmanagement an der Fachhochschule Burgenland. Wo begegnet dir das Thema Inverted Classroom? Ich will den Studiengang in den nächsten 2 Jahren invertieren. Ich will den ganzen Studiengang auf Inverted Classroom umstellen. Wie geht denn das? Einen ganzen Studiengang invertieren kann man nicht vorstellen, wie das gehen soll. Naja, wir haben einen Anteil von 50% Fernlehre. Und ja, ich bin jetzt neue Studiengangsleiterin. Und mir geht es auch darum, diese Fernlehre, das Ganze zu systematisieren, das Ganze klarer zu machen, was passiert da eigentlich, ein System hineinzubekommen. Und dann habe ich natürlich das Glück, ich habe das Thema Wissensmanagement, ich habe den Schwerpunkt E-Learning. Ich habe tolle Lektoren, die in dem Bereich auch viel machen. Und ich habe viele Studierende, von denen auch viele Lehrer sind, die auch neugierig sind auf Neues. Und ich denke, das ist eine gute Voraussetzung. Ja. Und viele externe Lektoren. Ja, und Inverted kann man sich alles Mögliche vorstellen. Ein konkretes Beispiel, was für dich Inverted bedeuten würde oder bedeutet. Inverted heißt für mich auch, dass die Theorievermittlung sehr stark in der Fernlehre stattfindet. In vielen Fällen per Video, das kann Video sein, muss aber nicht Video sein. Und dass man die Zeit, die man gemeinsam in der Präsenzphase hat, das sind bei uns nur 50%, dass man die nutzt, um gemeinsam was zu arbeiten. Okay, beim Kongress selber, bei der Konferenz im Inverted Classroom und Beyond am 23. und 24. Februar an der Fachhochschule St. Pölten. Wirst du in deinem Workshop was tun? Was werde ich tun? Ich werde gemeinsam mit den Leuten, die da sind, erarbeiten, wie können wir Leute unterstützen, damit sie Inverted unterrichten. Das ist quasi die Sichtweise, die für mich interessant ist. Also einerseits, wie unterrichte ich selber? Klar, aber als Studiengangsleiterin interessiert mich, wie kann ich die anderen dabei begleiten, wie kann ich die anderen dabei unterstützen, wie kann ich sie davon überzeugen, dass das ein toller Weg ist. Okay, gut. Ja, dann freuen wir uns schon sehr, dass du nach St. Pölten kommen wirst und auf deinen spannenden Workshop. Bis dahin, alles Gute. Danke, ebenfalls. Alles Gute.